Bayern-Leihgabe Tillmann schießt Skandaltor. Tillmann blieb in einem Pokalspiel der Rangers nach einem Zweikampf verletzt liegen. Die Rangers spielten den Ball in Seiten aus. Nach kurzer Behandlungspause warf die gegnerische Mannschaft ein, um im Anschluss den Ball zurück zu den Rangers zu spielen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Tillmann suchte noch vor dem Rückpass den Zweikampf mit Verteidiger Kevin Holt, nahm ihm den Ball ab, stürmte auf das Tor und schob zum 2:1 ein. Nach der Aktion entstand eine große Rudelbildung. Der Rangers-Coach machte seinem Team klar, dass sie die Gäste aus Fairplay-Gründen ausgleichen lassen sollen.